Diese Aktionen findet jeder riesig. Jetzt bei Adek. Riesenpreis Zuckerl auf ausgewählte alkoholfreie Getränke wie Füßlauer Mineralwasser. 1,5 Liter, 3 plus 3 gratis. Statt 89 Cent jetzt nur 44 Cent. Adek UVP. In allen teilnehmenden Märkten. Mehr auf adek.at. Adek. Land aufs Herz. Schön ist, Ostergeschenke leicht zu finden. Deshalb gibt's jetzt zu Ostern bei Biba minus 25% auf alle 600 Düfte und Duftsets und bis zu minus 40% auf viele Top-Markendüfte. Auch im Biba Online-Shop, aber nur bis 1. April. Alle Ausnahmen und Details auf biba.at. Biba, das Leben ist schön. Hallo ihr da draußen. Ihr macht euch auch Gedanken über den Klimawandel, oder? Wir wollen aber nicht nur drüber nachdenken, sondern was tun. Macht's einfach mit. Bei Garden for Future. Weil jedes kleine Pflanze, jeder Baum und jeder Strauch hilft. Jetzt ist nämlich Pflanzzeit. Starke, der starke Gärtner. Machen wir die Welt grüner. Hoch die Hände, super günstiges Wochenende. Der Penny Framstag. Freitag und Samstag minus 20% auf alle gefärbten Eier. Zum Beispiel ich bin Österreich Ostereier aus Bodenhaltung. Pro 10 Stück nur 2,79 Euro. Super günstig. Penny. Bio gibt jetzt Stoff. Mit Biergenuss aus österreichischen Biorohstoffen. Das Bio von heute. Dank der neuen Mehrweg-Kleinflasche und der innovativen handlichen Zwölferkiste. Einfach Bio, das Stoff gibt. Das neue Gösser Biostoff. Königlicher Käsegenuss? Das ist der Premium-Original-Almkönig von der Salzburg-Milch. Jetzt den Original-Almkönig genießen. Und mit ein bisschen Glück einen von 100 tollen Sofortpreisen und einen nachhaltigen Familienurlaub in Wagrain Kleinaal gewinnen. Salzburgmilch, die Premium-Milchmacher. Gewinne 10.000 Euro bei der großen Salamitis-Challenge. Snack den Krapki. Bungee-Jumping, Walzer tanzen, Wurzeln ziehen, Hauptsache du bist besser als ich. Schick uns deine Challenge-Idee und schenk dir 10.000 Euro. Mehr auf salamitis.at, powered by Sorger, dem Salami- und Obermeister aus Formtal. In der Steiermark. Jetzt bei Spar das doppelte Prozentwochenend. Minus 25% auf alle Biere. Und minus 25% auf alle Spar-Premium-Produkte. Die minus 25% gibt sogar auf Aktionsartikel. Zum Beispiel auf Despar Premium Prosciutto di Parma. Darum kosten 100 Gramm nur noch sensationelle 2,39. Das doppelte Prozentwochenend. Aber nur diesen Freitag und Samstag. Exklusiv bei Spar, Eurospar und Interspar. Es gibt stehende Jobs, es gibt bewegende Jobs, liegende, fliegende, gehende Jobs, es gibt Mörderjobs, es gibt Burgerjobs, es gibt laute, leise, heiße Jobs, inspirierende Jobs, elektrisierende Jobs und ehrlich gesagt auch ziemlich weirde Jobs. Aber eins haben sie alle gemeinsam. Es gibt sie fast alle auf Willhaben. Wer einen Job will, will haben. Wir bei Magnum wissen, gutes Eis allein macht noch lange keinen Klassiker. Ein Knacken schon. Cremiges Eis mit Vanille aus Madagaskar. Umhüllt von köstlich knackiger Magnum-Schokolade. Nicht das einzige, aber einzigartig. Magnum, lebe deinen Genuss. Wie geht das? Wie geht was? Nur schmökern, lesen, was ich für meinen Garten kaufe. Mit dem Gartenkatalog vom Hagebaumarkt geht das. Zum Jubiläum mit noch mehr Ideen für den Frühling. Jetzt gratis holen. Ach so geht das. Hagebaumarkt. Zusammen geht das. Jetzt bei Billa Plus. Unterm Strich günstiger aussteigen. Zum Beispiel mit den Rabattkickeln, dem Jura-Rabattsammler und minus 25% auf alle Tiefkühlprodukte sowie auf alle Weine und Schaumweine. Nur diesen Freitag und Samstag. Details auf Billa.de. Hier ist Ö3. Über die ORF Sound App oder den Smart Speaker. Die Ö3 Nachrichten gibt's in einer halben Minute. Alles da, da, da. Heute und morgen bei Interspar. Minus 25% auf alle Biere wie Gösser, Zipfer, Puntigammer, inklusive alle alkoholfreien Biere. Und minus 25% auf alle exklusiven Spar-Premium-Produkte. Alles da, da, da. Jetzt richtig sparen mit Interspar. Sie hören Ö3 am Freitagnachmittag. Elton John ist gleich mit dabei. Klassiker Queen und Tom Gregory. Aber davor zu Barbara Chandl. Es ist 17 Uhr. Ö3 Nachrichten. Die Wirtschaft.
Staatsanwaltschaft und Korruptionsstaatsanwaltschaft hat heute in der Causa Signa Ermittlungen wegen schweren Betrugs bei der Kapitalbeschaffung eingeleitet. Ödra-Reporterin Petra Pichler. Ermittelt wird gegen Geschäftsführer einer Signa-Projektgesellschaft im Zusammenhang mit einer Kapitalbeschaffungsmaßnahme, heißt es bei der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft, die aber weder Namen der Signa-Gesellschaft noch Namen der Beschuldigten in der Causa nennt. Der Vorwurf lautet Verdacht auf schweren Betrug. So sollen Investments von Kapitalgebern nicht in die versprochenen Projekte investiert worden sein. Wie hoch der Schaden ist, ist noch unklar. Das ist Gegenstand der Ermittlungen, heißt es in einer Aussendung der Staatsanwaltschaft. Für die Ermittlungen wurde laut WKStA nun ein Team mit mehreren Oberstaatsanwälten und Wirtschaftsexperten gebildet. Ermittelt werde gemeinsam mit einer Sonderkommission im Bundeskriminalamt. In diesen Minuten treffen sich die Vertreter der Luftfahrtgewerkschaft, um zu besprechen, wie es nach den vorerst abgebrochenen Kollektivvertragsverhandlungen mit der AUA weitergeht. Legt das Unternehmen heute kein Angebot vor, könnte schon ab morgen gestreikt werden, Ödra-Reporter Max Nichols. Kurz bevor die Osterreisezeit so richtig losgeht, drohen bei den Austrian Airlines Streiks. Gewerkschaft und Management haben sich ja bisher nicht auf einen neuen Kollektivvertrag für das Bordpersonal einigen können, sagt Gewerkschafter Daniel Liebhardt. Ja, wirtschaftliches Jahr, das Personal leistet hervorragende Arbeit und gleichzeitig soll ihm lediglich die Inflation abgegolten werden. Das ist für uns und für das Personal nicht tragbar. Vor kurzem haben sich die Vertreter der Gewerkschaft getroffen, um die weiteren Schritte zu besprechen. Sie haben ja die AUA aufgefordert, ein neues Angebot vorzulegen. Ansonsten könnte schon morgen mit Streiks begonnen werden, denn für einen Streik benötige man kaum Vorlaufzeit, heißt es von der Gewerkschaft. Der Rechnungshof sieht bei FPÖ und ÖVP Verstöße gegen das Parteiengesetz. Konkret geht es um die Rechenschaftsberichte der beiden Parteien für das Jahr 2021, für Dreireporter Niklas Lecher. Im Umfeld der FPÖ Graz laufen nicht nur Ermittlungen der Staatsanwaltschaft, auch der Rechnungshof sieht Ungereimtheiten bei den Parteifinanzen. Der Blaue Gemeinderatsclub soll im Jahr 2021 Wahlkampfkosten über 100.000 Euro übernommen haben, die eigentlich die Partei bezahlen muss. Bei der Salzburger FPÖ sieht der Rechnungshof ebenfalls eine unzulässige Spende. Eine Kampagne mit FPÖ-Landeschefin Marlene Swarczyk hat 24.000 Euro gekostet, zur Hälfte bezahlt vom Landtagsklub. Der Rechnungshof kann aber keinen Zusammenhang mit der Arbeit des Clubs erkennen. Auch die ÖVP soll gegen das